Guten Morgen. Oh, gleich im Stimmbruch, hä? Letzte Zeit verliere ich manchmal meine Stimme. Das habe ich noch nie. Das ist seltsam dabei. So viel nehme ich auch wieder nicht auf. Andere reden mehr. Na okay, ich rede vielleicht ja noch normal im normalen Leben. Nee, rede ich nicht. Ich rede gar nicht eigentlich. Ich bind mir meinen Mund zu, damit ich ja nicht rede, auch wenn der Postbote dann kommt und sagt, können Sie mir helfen? Oh, sind Sie stumm? Oh, das tut mir leid. Vielleicht sollten Sie mal dieses Band wegnehmen. Na okay, verstehe ich. So eine Sache, die man macht halt, um seinen Glauben zu festigen oder so. Wir haben endlich ganz viel Samen, so wie Sarah es gern hätte. Und, warte, ich weiß gerade nicht, was wir zu tun haben, muss ich zugeben. Aber eigentlich ist nicht viel zu tun. Das heißt, wir versuchen nur Geld zu machen, damit... Hallo. So, weil wir haben... Ah, klar, stimmt, da hatten wir keinen Platz für und das können wir noch nicht machen. Da ist eigentlich alles... So weit, so gut. Wir warten auf Donnerstag, damit wir... Weiß ich gar nicht. Ich bin kurz davor, mir Tiere zu kaufen, aber ich glaube, wir müssen sparen für verschiedenes Geld. Und verschiedenes Geld? Oh, wie ihr alle im Weg seid. Na, noch ist nicht so schlimm. Hallo? Hallo? Was war das? Nein. Wie plötzlich einfach das Fenster weggenommen wurde. Das habe ich auch noch nie. Das ist seltsam. Nee, das will ich noch nie. Das hätte ich ja sonst mitbekommen. Ich schneide ja so gut wie nie was raus. Nur einmal. Ich halt diese Sache mit dem nochmal laden. Bei dem Hurricane. Was war ja ein anderer Grund. Sehr seltsam. Okay, warum ich das alles wegmache? Weil ich das hasse. Unkraut. Oh, Unkraut weg. Unkraut dort auch leben. Nein. So. Das wäre eigentlich mal ein Thema. Nein, ich habe... jetzt muss ich ein bisschen auf den Sound hören, oder? Ich muss gucken, wie er nach unten geht. Das reicht eigentlich auch schon. Ich habe... Also, das ist jetzt Weihnachtszeit, ne? Und ich finde es ja schade, dass die Sachen alle auf hintereinander kommen. Es ist, was ich mag, ist Halloween, Weihnachten und Silvester. Und das ist alles hintereinander. Und die meisten, die ich kenne... wollen dann einfach nur saufen. Bei jedem dieser Tage. So früh wie möglich. Und strengen sich gar nicht mehr an. Also am schlimmsten sind ja die Leute, die sagen, sie feiern Halloween und dann sich nur zwei Striche ins Gesicht malen, um einfach nur zu saufen. Also auf eine Party oder so. Dann an Weihnachten eine Girlande irgendwie aufhängen und dann sagen, wow, ich bin weihnachtlich. Und an Silvester so ein Piepmatcher oder sowas anmachen oder, keine Ahnung, ein so eine Fontäne anzünden und sagen, ich feiere Silvester und danach saufen gehen. Und dann denke ich immer, ist ja gut, Leute, könnt ihr nicht das irgendwie... Ich meine, können nicht diese Tage ein bisschen so bleiben, wie sie sind? Sie können doch... Ihr sauft doch an jedem Wochenende. Und im Endeffekt geht es doch wieder um genau das Gleiche wie sonst auch. Die Tage sind doch nichts Besonderes dadurch. Ich meine, sonst geht ihr am Wochenende saufen, um was abzubekommen. Um eure Sorgen zu vergessen oder was weiß ich, warum nicht saufen geht. Hier könnte ich eigentlich alles hin tun. Aber den Sprengler. Nee, komm, machen wir jetzt gleich mal. Das ist sonst Verschwendung. Müssen wir aber gleich zumachen. Ich denke, wir holen jetzt den Sprengler erst zum Frühling. Das heißt, das machen wir jetzt gleich. So, wo war ich jetzt? Genau. Und sie gehen also... Gut, warte kurz. Nein, das war falsch. War doch richtig. Nee, war falsch. Oh, das war knapp. Ich muss voll aufpassen hier. Und, ist ja gut, Jack. Wir haben verstanden, du kannst Steine nicht werfen. Oder der Stein... Du hast Gummisteine hier. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. So, das kann ja ruhig bleiben. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir machen uns hier... Oh. So, und dann denke ich mir, lass doch diese Tage was Besonderes sein. Also, dass man sagt, also ich kenne das so, Halloween ist gut verkleiden, Spaß haben, erschrecken, tanzen vielleicht, aber nicht, es geht nicht um Saufen. Es geht um Süßes und um ein bisschen kreativ werden.
dann Weihnachten geht gar nicht um Saufen. Vielleicht, wenn du ein Penner bist, der nichts hat sonst. Das war jetzt irgendwie fies für die Penner. Ihr wisst, was ich meine. Oh, warte. So. Und. Aber an Weihnachten könnt ihr da nicht einfach mal vielleicht, ja, so ein. Wie heißt das? So ein Teil hier trinken. Eierlikör. Aber ansonsten könnt ihr es doch bitte. Oh, Peanuts. Ja, machen wir Peanuts hier oben hin. Ansonsten geht es darum, schön dekoriert, ein bisschen sinnlich werden, vielleicht Musik, langsame Musik hören, vielleicht auch schnelle, ein bisschen tanzen oder so. Aber einfach ein bisschen, ja, in sich zu kehren und Spaß haben, aber ohne Alkohol. Und Silvester, da geht es um Feiern. Aber um Feiern. Natürlich kann man auch nach 12 Uhr was trinken. Das machen die meisten. Bloß warum trinkt ihr schon vorher? Wartet doch um 12 Uhr, da könnt ihr anstoßen und knallen und ballern und genießen, wie schön schön die Nacht erleuchtet wird. Ich meine, wie viele, ich kenne so viele, die um 18 Uhr schon anfangen, um 20 Uhr besoffen sind und am nächsten Tag sich gar nicht mehr erinnern, dass überhaupt Feuerwerke da waren. Ist das nicht traurig? Ich meine, warum macht ihr das? Ist euch das egal? Ich verstehe einfach die Leute nicht so wirklich. Das gleiche geht's. Nein. Warum muss er. Ah, jetzt fängt mein Nachbar wieder an, richtig laut Bass anzumachen. Ah, ein bisschen halten sie sich zurück jetzt. Trotzdem, laut Bass immer so spät. Immer abends, wo es eigentlich ruhig sein sollte. Naja. Also spät abends. Was soll ich sagen? Genau. Und, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute wirklich das gut finden. Oder ist es denn egal? Naja, könnt ihr mal sagen, was ihr da so macht, wie ihr das so seht. Auch zum Geburtstag. Wenn man sich zum Geburtstag losgeht und einfach nur besäuft, ist das so ein bisschen traurig. Das war dumm. Das muss jeder für sich selbst wissen. Das Blöde ist bloß, dadurch wird es anderen schwerer gemacht. Weil ich würde gerne mit meinen Freunden feiern, aber das geht nicht, wenn sie schon so früh besoffen sind oder einfach nur losgehen, um jemanden flach zu legen. Ja, ihr könnt ruhig raus, dann werden sie schneller glücklich und dann, keine Ahnung, bessere Note. Ach ja, stimmt ja. 5, wir haben schon 5 Stück, yes. Piep, piep. Ja, wie gesagt, alle, die hier vorne sind, kommen raus. Was soll's. Ich weiß nicht, ob das neue Chicken ein Junge oder Mädchen ist. Das werde ich dann sehen. Am Donnerstag werden sowieso dann das verkauft. Wie Sarah sich um alles gut kümmert. Und wir sind erst im Herbst. Geil. Das zweite Jahr wird sowas von öde. Aber gut. Ich meine, aber halt wie gesagt gut. Weil, nein, warte. Im zweiten Jahr soll Sarah ja schwanger werden, nicht wahr? Das heißt, ich muss mich um alle kümmern hier. Dann kriegen wir nichts von denen hier. Weil Sarah hat die Gegenstände. Muss man sich mal vorstellen. Wenn Sarah schwanger ist, arbeitet sie nicht. Und dann gibt sie uns aber auch nicht ihre Gegenstände, scheinbar. Sondern, sie können hier alle nicht wirklich glücklich werden. Weil sie können sie nicht striegeln, wir können nichts mit denen machen. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Auf geht's, Geschenke machen. Okay, wir haben nicht wirklich was. Oh, 5 Mayonnaise verkaufen, das wird so geil. Mushroom. Oh, shit, die sind schon wieder verdorben hier. Sollte nicht unser. Warte mal. Könnte sein, dass in der Küche schon unser Fertilizer ist. Das wäre natürlich geil. So, wir verschenken mal Eier. 1, 2, 3 und ein Mushroom für den, der da ist. Jo, warum nicht? Aber wir geben natürlich Sarah Eier, weil als Andeutung so, von wegen, guck mal, hier. Ja, wir heiraten bald, ne, wir heiraten bald. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es gibt bestimmt Punkte. Wie traurig. Das nennt man Liebe. Ich denke an die Endpunktzahl. Willst du mich heiraten? Ich krieg mehr Punkte für eine Frau mit großen Brüsten. Ich dachte, du willst meine großen Brüste, weil du ein Mann bist. Ne. So, wir haben Elsa. Elsa ist wichtig.
I love it. Gib mir mein Boot, Mann. Will ich mich um nicht, hier will ich mich euch nur um euch kümmern, echt mal, weil ich ein Boot haben möchte. Keiner interessiert mich, außer Chat und Schoko. Aber ansonsten, alle anderen sind doof. Nö, du kriegst kein Ei. Du kriegst... Oh, ich bin... Oh, ich habe gerade gegessen, deshalb... Ich habe nämlich gestern vergessen zu essen. Und dann war es spät, ich war müde und gesagt, nee, jetzt esse ich nichts mehr. Und das war ein bisschen doof irgendwie. Das war sehr seltsam, muss ich zugeben. Und dann habe ich heute fast wieder vergessen. Kam wieder was dazwischen. Und dann habe ich fast wieder vergessen. Und dann... Warte mal, können wir es einfach kaufen? Naja, Mayonnaise wird auf jeden Fall gekauft. Und... Ah, stimmt, wir wollten nachgucken. Einmal wollte ich gucken wegen Fischen. Aber nicht so. Und dann habe ich heute jetzt extra was gegessen. Und dann wird man danach immer so ein bisschen müde. 1500. Mach das öfter, Sarah. Dann können wir uns in 50 Tagen... Nee, nicht mal. Errechnet einfach selbst. Das Pen... Oh mein Gott, da, Leute, Leute. Uhu, wir haben was Neues, was total scheiße im Raum steht. Wer hat das denn hingestellt? Igitt. Das ist ein Komposthaufen direkt neben dem Topf. Den windet sich nicht mehr. Naja, okay. Eine Maschine, das Dünger macht von Vegetables hier Gemüse und Früchten. Na dann, nur von denen? Ja, war auch teuer genug. 50.000 hier fast. Yay! Das heißt, wir müssen jetzt was verderben lassen. Und dann können wir alles besser machen. Yay! Aber, ich glaube, wir müssen die Erde hier düngen. Das ist natürlich doof. Wir haben jetzt alles angebaut schon. Naja, der Dünger wird ja nicht schlecht. Kann Dünger schlecht werden? Hero, kannst du mal bitte ein bisschen mehr bringen? Ja, das ist nett von dir, aber einmal pro Monat nur was bringen, das ist so ein bisschen, sorry, ich liebe dich, aber der Hund wäre praktischer. Der Hund würde mir richtig viel Zeit ersparen. Ich müsste nie wieder nach oben zu den Tieren. Just saying. So, dann, I don't know, haben wir noch irgendwas zu tun? Ich könnte fischen. Ein bisschen auf jeden Fall, weil... Fischen, wie ihr gemerkt habt, gibt richtig viel Kohle. Und wir wollen ja was kaufen. Vielleicht können wir dadurch auch noch später, wenn wir Kohle haben, eine Kuh extra kaufen. Das bringt viel. Boah, bin ich gerade. Nach dem Essen ist man so müde. Das ist voll seltsam. Und früher war das viel einfacher. Als Kind konnte man danach mal gleich schlafen. Also als Baby besser gesagt. Als Kind nicht, aber da gab es ja auch nicht so. Und besser gesagt, als Kind, da hat der Körper mehr verarbeitet, weil er die ganze Zeit gewachsen ist. Wenn man dann erwachsen ist, dann, geht es genau andersrum. Warum essen wir eigentlich denn noch? Ich meine, früher hat man gegessen, weil man wachsen wollte. Wenn man dann aber irgendwann zerfällt, also traurig das klingt, aber die Zellen, es passiert halt. Warum isst man dann noch? Damit die Zellen vielleicht nicht zu schnell fallen. Verfallen. Guck mal hier, boah, wie viel kriegen. Wie viel gab noch mal ein Fisch? Ziemlich viel. Und die großen, oh, es ist schon 6 Uhr. What the fuck, okay. 1500 haben wir gemacht. Aber wir haben 9000, jo, ist doch schön. Hab ich gar nicht mitbekommen. Wie alles rot ist plötzlich. Ich finde das ein bisschen seltsam, wie die Farben sich verändern. Ja, wie viel Müll ist denn hier? Ich möchte unbedingt das Boot, damit ich aufs Meer kann. Da geht es schon besser. Oh, ich habe vergessen, mir rauszuschreiben, wie viel ich von jedem brauche. Da muss ich erst noch rausfinden, wo das steht. Mache ich noch. Ja, ist ja gut hier. Sehr gut, ja, King Salmon, yay, lebt in meinem Rucksack weiter. Wir können es nämlich ja auch 5 Tage später. Wie eklig. Ich meine, das Viech wird ja schlecht. Also die Fische, so gesehen, werden ja verderben, ja. Aber wenn... Wenn du sie kurz bevor sie verderben zum Aquarium bringst und dann reinwirfst, stell dir mal vor, so richtig so ein Zombie-Fisch. Voll eklig irgendwie. Und die anderen Fische so, geht da nicht hin, Harald. Man muss eine gute Nachbarschaft sagen. Nee, der ist mir zu seltsam. Der hat nur ein Auge.
Jetzt diskriminier mal nicht, Brunhilde. Und dann schwimmt er dahin und dann Brains oder andere Sachen. Oh, wie süß, ein kleinen. Haben die Brains? Vielleicht ja auch eher nicht Brains, sondern Kiemen. Oh Mann, so viel Müll. Also das macht ein bisschen, sonst wäre das Fischen aber auch viel zu stark und über. Ja, okay, so ist es aber nur nervig. Dann macht doch einfach das. Warum haben sie nicht gemacht, dass es einfach länger dauert, bis ein Fisch kommt? Dann hätten sie den ganzen Müll nicht machen müssen. Warum verschwindet eigentlich der Müll? Wenn es echt mal so wäre, man zieht was aus dem Wasser raus, Müll, und dann verschwindet der einfach. In nichts. In der Luft. Vielleicht ist es so wie so ein ganz altes Grabschatz, der einfach, sobald er in die Luft kommt, zerfällt, weil er nicht mehr kompensiert ist. Ah, und immer die gleichen Scheißschuhe. Ich meine, hab doch ein bisschen Varieté. Das wäre doch auch lustig, würde man den Müll auch sammeln können. So irgendwie, keine Ahnung, für jeden Schuh kriegt man was. So, es müsste auch schon spät sein. Bringen wir die ganzen Sachen mal weg. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 6 Stück. Ja gut. Wie spät haben wir es? 9. Jo. Oh, die Tiere. Oh mein fucking Gott, hab ich da vergessen. Ah, das, da werden alle scheiße drauf und böse und alles. Das ist nicht gut. Schnell. Ihr wart aber lange heute draußen, nicht wahr? Das habe ich extra gemacht, weil es so ein schöner Tag war. Hallo. Hi, Phil. Phil ist aber hier schon ziemlich stattlich. Das nenne ich mal gut. Oh nein, und die Sichel muss ich auch noch benutzen. Habt ihr es gesehen? Wenn das hier nämlich fertiges Gras ist. Nein, ist das ja alles fertig. Das heißt, bei den Kühen gibt es noch was. Schnell, voll hier auf Stress. Das geht dann auf die Tiere über. Kuckele-kuckele-du. Wo ist das Küken? Das Küken könnte ich jetzt töten. Hey, so könnte ich auch töten. So könnte ich Chicks töten. Nein, das wollen wir natürlich nicht, weil wir sind ja nicht böse. Aber einfach draußen lassen, wird getötet und dann fertig. Aber ich glaube, wenn ein Tier stirbt, dann kriegt man ziemlich Minuspunkte. Also glaube ich. Das ist auf jeden Fall bei den anderen so. Bei den anderen Spielen. So, das schaffen wir noch. Mich wundert, dass Sarah sonst nichts macht. Das finde ich zum Beispiel auch schlecht. Ich wünsche mir Harvest Moon, wo auch mal alle wirklich was machen. Hier ist es so. Sarah arbeitet zwar, ziemlich schnell sogar, und ziemlich gut auch gerade, muss ich ja mal zugeben, aber ansonsten macht sie gar nichts. Sitzt nur rum. Warum geht sie nicht mal in die Stadt? Dass sie einfach sagt, ich gehe mal in die Stadt, Schatz, und dann sage ich, bin noch nicht dein Schatz, halt die Fresse, Fotze. Okay. Nein, dann geht sie in die Stadt und redet mit den anderen oder so. Ach, es fehlt alles. Wie gesagt, Rune Factory 3. Oh, da haben sie es gut gemacht. Oh. Puh, gerade noch geschafft. Das war ja mal was. Eigentlich nur durch das Angeln, oder? Und durch das Gießen. Aber das Gießen ist um einiges besser geworden. Und wir können so auch richtig viel ernten. Und ich liebe es zu ernten. Sogar ein bisschen mehr als die Tiere, aber nicht verraten. Das Dumme ist, wenn ich auf der Wii dann dieses Tierparadies... Oh, hat sie getanzt? Sarah tanzt. Das Tierparadies spielen möchte. Da geht es, glaube ich, um Tiere, aber wenn es gut gemacht ist, ist das in Ordnung. Dann ist das wieder so eine Tierhandlung. Ne, für so Zoophilie. Zoophilie. Ist ja egal. Wir sehen uns am nächsten Tag und dann mit... warte mal, ich habe diesmal ein Thema gemacht. Mal schauen. Tschüss.